Servus Freunde, herzlich willkommen zur vierten Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Ich habe mich daran erinnert, dass wir hier schon mal dass wir hier Raps abgeladen haben, um Biodiesel zu machen. Den könnten wir jetzt eigentlich dann mal abholen. Fertig ist er nämlich schon eine ganze Weile. So, viel ist nicht drin. 3300. Also ich muss ins richtige Fass gehen. 3300, aber das ist ausreichend, um das zum Hof zu bringen. Und dann zukünftig unsere Fahrzeuge erstmal damit zu betanken. Da muss man nämlich kein Geld ausgeben. Guck ich gerade mal, Industriepark Hof. Haben wir hier. Und ab die Post. Falsche Kategorie. Ja. So. Geht selber. So, der bringt jetzt nur kurz den Diesel weg. Und dann kommt er wieder hierher. Und wir gehen mal gucken, was wir in der Zwischenzeit machen. Gras ist leider immer noch keins gewachsen. Das ärgert mich ein bisschen. Ich glaube, die Schafe brauchen auch noch Wasser, oder? Müssen wir gerade mal hier reingucken. Na, Wasser haben sie etwas. Aber nicht viel. So, ich habe mich auch nochmal mit den Routen ein bisschen beschäftigt. Also mit den Curseplay-Routen. Und unter anderem eben auch geschaut, dass ich rausfinde, wie die Routen wirklich funktionieren können. Ja. Da muss ich noch ein bisschen nachbessern hier, was die bisherigen Karten, ne, Routen auf der Karte hier unterfinden. Sogar eine Helferin angestellt. Da werden wir hier noch genauer auf die Routen eingehen. In der Zukunft. Heute nicht, denke ich. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht nachher nach einer Route einfahren müssen. Aber das schauen wir mal. So. Sonnenblumen 3000. Gemüsehandel. Das könnte sich eigentlich lohnen. 4x3. 12.000. Naja. Ich lasse mal alles da. Oh, für Kuchen gibt es 4.000. Uiuiui. So, das hier sind die Paletten. Das hier sind die Bretter. Falls ihr euch da auch mal gefragt habt, was ist. Für Kartoffeln. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Na, da haben wir was zu tun. Aber mir fällt gerade noch was ein, warte mal. Was wir tun können. Wir können nämlich eigentlich. Das wollte ich eigentlich, glaube ich, sogar machen. Hab's aber dann verdrängt. So, ich weiß jetzt nur nicht, ob das mit dem Kipper funktioniert oder nicht. Weil zuletzt hatten wir ja das Problem, dass es mit dem hier nicht funktioniert hat. Aber wir probieren es einfach mal aus. Ja, wie nicht gehen kann es ja nicht. Wir holen hier mal das Soja ab. Wenn wir das Soja haben. 7000. Immerhin. Dann fahren wir mal zum Shop. Das lassen wir natürlich auch machen. Wir sind ja faul.
Hof-Shop. Immer hier deaktivieren, aktiviert. Also am Ende auch wirklich anhält. So, tschüssi. So, und der MF ist schon da. Der muss eigentlich hier hin. Wobei ich gerade überlegt habe, naja. Müssen wir halt gleich ein bisschen Diesel kaufen. Oder wir bringen den Diesel. Ne, wir bringen den Diesel. Einfach dahin, wo wir den brauchen. So, der fährt auch darunter, dann können wir auch mal kurz nach den Paletten schauen. Also ich werde mal nach dem Holz schauen, da ist eine fertig. Paletten werden wir nämlich so viele brauchen. Für alles Mögliche brauchen wir hier Paletten. Da sollten wir immer regelmäßig danach gucken. So, jetzt muss ich gerade mal hier. Demo-Bord-Palette ist angestellt, also passt's. Müssen wir auch drauf kommen. Sehr schön. Der schiebt manchmal einfach um die Ecke, ohne dass du verstehst, warum. Die ersten Kartons sind auch schon produziert. So, der Glas ist angekommen beim Shop. Dann kommt der Masai auch gleich an und wird sich beschweren, dass er im Verkehr feststeckt. Aber ich hau jetzt hier mal kurz noch das Holz rein. So. Und dann müssen wir hier mal auch noch die Paletten wegmachen. Paletten. Drei. Vier. Ich will ja nur die vollen haben. So, haben wir gut gemacht. Ey, manchmal bleibe ich so amateurhaft hängen. Ich hatte recht. Gut. Mehr wollte ich jetzt hier eigentlich auch gar nicht machen. Paletten ein bisschen reguliert. Und dann können wir hier
wenn er denn einsteigt, weitermachen. Wir wollen nämlich zur Sojamilchproduktion. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Wie das hier mit... Wie war denn das mit Follow Me? Ich hab doch Follow Me drauf. Ich weiß nicht mehr, wie ich die ankoppel im Follow Me. Nee, ich weiß es leider nicht mehr. Dann muss ich halt doch so fahren. Wir fahren nämlich jetzt mal rüber zum Soja, zur Sojamilchfabrik. Und mein Gedanke ist, wir wenden hierfür den Diesel auf, den Biodiesel. Weil wir brauchen ja für unsere Fahrzeuge im Moment noch nicht unbedingt den Diesel. So, dann fahren wir mal da rein. Haben wir hier keinen Trigger? Ah, geht einfach so. Dann soll es mir recht sein. So, jetzt brauchen wir den Glas noch. Oh, und Wasser brauchen wir auch noch. Fällt mir ein. Ich hoffe jetzt erstmal, dass ich den hier... aber das ist ein Standardgetreide, was ich hier geladen habe. Das müsste gehen. Das, was ich ausprobiert hatte, war ein Kompost, glaube ich. Da ging das ja nicht so recht. So, den Trigger hier. Wenn ihr den sucht, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Den müsst ihr nämlich ziemlich genau anfahren. Und der sitzt sehr weit drin. Den wollte ich eigentlich mal noch rauslegen. Und jetzt haben wir schon das Problem, dass wir an der Türe hängen bleiben. Finde ich den jetzt wieder nicht? Ah. Hä, diesmal... Ist er da hier? So weit draußen? Da soll mir ja recht sein. Also hier mit Soja haben wir kein Problem. Schon mal positiv. Jetzt müssen wir nur noch das Wasserfass holen. Beziehungsweise Wasser ist, glaube ich, das, was wir hier noch brauchen. Genau, wir haben Sojabohnen, wir haben Treibstoff, aber kein Wasser.
Da haue ich das Fass mal hier in die Tanke rein. Ich glaube, das kann kein Wasser transportieren. Industrie, nein, Quatsch, Tankstelle, Raffinerie. Da müssen wir mal das Wasserfass holen. So, ich weiß gar nicht, ob ich, habe ich eigentlich irgendwas für Milch? Glaube nämlich nicht. So, wir haben ein Universalfass für Gülle, Wasser, Dünger. Eins für... Ah. Mir fällt gerade was ein. Ich hatte hier extra einen blauen Anhänger genommen. Diesen hier. Weil der für Wasser sein sollte. Und für Treibstoff... den schwarzen, glaube ich. Haben wir denn vielleicht inzwischen ein bisschen Gras gewachsen? Das dauert so lange und ich will nicht vorspulen. Wir spulen nur an einer Stelle vor und das ist nachts. Und das aber automatisch. Gut finde ich, dass wir jetzt schon mal zwei. Wir haben schon viele Produktionen in Betrieb. Wir haben die Raffinerie in Betrieb, wir haben die die Bäckerei in Betrieb, wir haben das komplette Sägewerk in Betrieb, jetzt die Sojamilchproduktion. Den Dünger müssten wir auch mal gucken, besuchen. Dünger müssten wir eigentlich auch machen können, weil wir demnächst aus der Sojamilchproduktion Gülle kriegen. Und Kompost haben wir auch. Nämlich in der Raffinerie noch. Das heißt, wir können dann Dünger produzieren. Ist ja nice. Dünger. Und den Dünger können wir dann entweder für unsere Felder wieder benutzen. Oder... Moment, hier machen wir mal automatisch, wenn wir schon da sind. Und hier auch. Und hier haben wir die Saatgutproduktion. Da brauchen wir Dünger und Getreide. Ich weiß nur noch nicht, welches Getreide. Gut. Dann gucken wir mal. Der ist gleich da. Perfektly. Dann können wir nämlich diese Folge noch ein bisschen Sojamilch produzieren. Auch wenn wir im Moment noch keinen Wagen haben, mit dem wir das wegbringen können. Aber wir fangen wenigstens mal an mit der Produktion. Können wir hier entlassen. Und dann können wir hier einstellen, Raffinerietankstelle. Nee, warte mal. Ich kann erstmal selber kurz Wasser auffüllen.
Weil wir brauchen ja Wasser, deshalb holen wir ja überhaupt das Fass. Nicht immer alles nur faul den Helfern überlassen, ja? Kollege Schnürschuh. So, das ist XL-Projekt, läuft so langsam an. Die Zuschauerzahlen sind noch ein bisschen verhalten. Gerne könnt ihr das Projekt mal weiterempfehlen. Moment. So. Gerne könnt ihr das mal weiterempfehlen. Ich freue mich über jeden, der zuschaut. Und hoffe, dass ihr mir vielleicht auch mal noch ein paar Ideen für... warum wackelt der eine Schalter? Dass ihr mir vielleicht auch noch ein paar Ideen für Mods reinschreibt in die Kommentare. Dürft ihr natürlich gerne tun. So, ziehen, 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 Junge. Und ich hoffe, dass wir wirklich mal in der nächsten Folge anfangen können, unsere Schafe zu versorgen. Heißt, ich hoffe, wir haben in der nächsten Folge endlich mal Gras. Wir haben jetzt schon 5 Stunden Spielzeit, glaube ich, auf der Karte. Da sollte das doch mal möglich sein. Sonst wird es nämlich langsam ein bisschen langweilig. Also die Schafe möchte ich schon gerne endlich mal aktivieren. Vielleicht dann auch noch ein paar Schafe kaufen. Ein bisschen was an Kredit haben wir ja noch. Auch wenn es nicht zu viel ist. Da habe ich jetzt, wo habe ich denn das Angriff? Achso, das steht da. Okay. Und dann passt's. Also das andere Fass habe ich ja gegenüber bei der Tanke einfach stehen lassen. Und der Kompost. Ist der Kompost fest? Ups, falsche Taste. Ist der Kompost eine feste Substanz? Dann können wir den ja... Achso. Ne, den Kompost, den muss man ja... Den muss ich ja woanders holen. Fällt mir ein. Hier kriegt man Schweinefutter und Dünger raus. Aber ich muss eigentlich zur Raffinerie. Danke, Raffinerie. So, jetzt wird's interessant. Jetzt kommen wieder zwei auf sich aufeinander zu. Mal gucken, wie gut ich eingefahren habe. Oh, die treffen sich vor allem genau in der Kurve. Dass es nicht gut geht, war klar. Ja, also da müsst ihr, wenn ihr gerade mal geschaut habt, dann müsst ihr, oder dann wisst ihr, dass er... Hallo. Der fährt mir einfach davon. Dass ihr... beim Einfahren von den Strecken wirklich aufpassen müsst. Weil wenn ihr zu... Jetzt bin ich schon wieder ausgestiegen. Meine Herren. Lass mich rein. Ich muss dich entlassen. Weil wenn ihr da zu weit in der Mitte fahrt oder die Strecken einfach hässlich einfahrt, dann werdet ihr zu viele Kollisionen bekommen. Deshalb, wenn ihr Wege einfahrt, dann achtet darauf, dass ihr das ordentlich tut.
Ja, komm, ich hab gedacht, ich lasse das Schild heute mal stehen, aber war wohl nix. Kann ich hier nicht abladen? Wo will denn der hin? Hallo? Gibt's ja nicht, dass ich schon wieder... Ach so, ich hab die falsche Taste gedrückt. Verdammt. Und ich ärgere mich, dass es nicht geht. So, der wird jetzt hier Dünger produzieren, Sojamilch produzieren. Soja Wasser auffüllen. Den werde ich nämlich gleich nochmal Wasser holen schicken. Abfahrer einstellen. Los. Moment. Aber dieses hier. Nein, nicht beginnen. Was mache ich denn? Sojawasser auffüllen war unser Weg. Ich bin überfordert. Was soll denn das? So, jetzt. Sojawasser auffüllen. Zack. 5 Durchgänge. Naja, ja, ist ja gut. Jetzt fährt er wieder nicht. Was macht denn der? Ich probiere es mal so. Vielleicht funktioniert es. Ich habe... Hä, wo fährt denn der hin? Ja, wenn er ein Ründchen dreht und dann auf den richtigen Weg kommt, dann soll es mir recht sein. Ja, funktioniert ja. Gut. Also, wir produzieren Soja. Milch. Und wo ist der andere Helfer eigentlich hin? Ah, genau, der ist zur Fabrik, um da den Kompost abzuholen. Das können wir in der nächsten Folge dann machen. Ah, Kompost müssen wir sogar abtanken. Nicht abtanken. Sondern... Also den Kompost müssen wir doch mit dem hier laden. Mit der Kippe, mit dem Kipper. Aber hier haben wir auch noch Gülle oder Gärreste. Und die können wir dann in der nächsten Folge auch mal machen. Die bringen wir zum Düngelager oder zur Düngefabrik und dann machen wir ein bisschen Dünger. So, ich möchte jetzt noch kurz eine Sekunde mal hier rüber schauen. Gucken, was unsere Bäckerei Schönes gemacht hat. Ja, da ist noch einiges drin, also die Produktionszeit ist relativ hoch. Ja, die ist sogar sehr hoch. Also hier geht ja gar nichts voran. Naja, so ist es halt. Dann dauert es umso länger, bis wir was verkaufen können. Für Kuchen wird man sogar ziemlich viel kriegen und sogar fürs Brot. Aber das dauert noch. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.